Stolze 80 Jahre ist es her, seit Skipionier Anton Kestle das erste Mal mit seinen selbstgezimmerten Bretteln aus Vollesche die verschneiten Hänge am Arlberg herunterwedelte. Ihm zu Ehren wurde jetzt in 2350 Metern Höhe bei der Bergstation der Rüfikopfbahn das Kestle Mountain Museum eröffnet. Noch einmal zurück zu den Anfängen. Im Jahre 1930 präsentierte der findige Hohenemser den Arlberg-Ski. Der erste in mehreren Schichten verklebte Holzski wurde im Rennsport unter ambitionierten Skifahrern sehr geschätzt und legte mit seiner Innovationskraft die Basis für die Marke Kestle. Herzlich willkommen zu einer Buchpräsentation mit einem Buch, das den Titel Austern im Schnee und andere Sommergeschichten trägt. Oder, wie es im Untertitel heißt, eine literarische Landkarte von Lech und Zürs. Im Namen des Verlages bei Direktor Gerhard Walter und seiner Mitarbeiterin Lisa Maria Beck, Daniela Ecker, die überhaupt diese Idee hatte, das Buch zu machen, allen Autorinnen und Autoren, die mitgewirkt haben, hervorragend sich eingebracht haben, den Hotels, die die Autorinnen und Autoren beherbergt haben. Willkommen aus Bregenz, Wolfgang Mörth. Ich war der erste Autor, der nach Lech gekommen ist. Das ist eine Zeit, würde ich jetzt mal sagen, zwischen allen Saisonen, weil ich dachte, dass die Abwesenheit von Menschen an so einem Ort, der von Menschen normalerweise lebt, die Fantasie vielleicht durchaus beflügeln kann. Meine Geschichte trägt den Titel Vor Marien, vor Marien. Um etwa 10 Uhr verlasse ich das Hotel Cesarosa. Die Wirtin, der ich den Zimmerschlüssel gebe, erkundigt sich freundlich nach meinem Ziel und meint dann, es wären an einem Mittwoch Ende Oktober trotz des herrlichen Wetters vermutlich kaum andere Leute zum Formarinsee unterwegs. Ich solle also mein Handy nicht vergessen, man könne ja nie wissen, was passiert. Am Abend desselben Tages drückte mir meine Tante einen Zettel in die Hand, auf dem sie die Prognosen der Wahrsagerin notiert hatte. Bezüglich meiner Anfrage setzte sie sich aus folgenden 3 Punkten zusammen. Erstens, dunkle Mächte sind am Werk, doch die Hellen werden siegen. Zweitens, du wirst einen Berg besteigen und dort die Lösung finden. Drittens, die Titanin Mnemosyne, die Göttin der Erinnerung, wird dir helfen. Beim Rest der Botschaft ging es um meine Verdauung und dass es nun an der Zeit sei, für Nachkommen zu sorgen. Danke. Und der Rest ist im Buch. Musik.
Ich habe im Januar dieses Jahres einige sehr schöne Tage im Hotel Erzberg in Zürs verbracht. Ernst und Ironie saßen an meinem Schreibtisch. Der Titel: Wir Omes Hornbläser. Auf den Noppen meiner Handschuhe blieben Schneekristalle hängen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Christel Scadarasi bedanken. Bei der habe ich gewohnt, 5 Tage lang im Georg, und ich habe mich dort so wohl gefühlt, dass dieser Lechtext natürlich eine Liebesgeschichte werden musste. Ja, das sind natürlich ganz viele Details, die ich so tatsächlich wirklich gesehen habe, in der Natur als auch im Hotel. Herr Brösel liebt dieses Ping-Pong-Spiel mit dem Berg. Personen sind erfunden. Madame Chassal kauft sich einen Skipass. Sie betrachtet die Plastikkarte und denkt laut: Und wo ist der Bändel, an dem ich mir die Karte umhängen kann? Herrn Brösel, der zufällig hinter ihr steht, ist das peinlich. Rasch sieht er sich um und flüstert über Madames gelbe Schulter: Die Karten muss man sich nicht mehr umhängen. Sie können sie in die Tasche stecken. Wirklich, ich war verliebt in Lech. Dieses Gefühl, hoffe ich, steckt im Text. Ganz besonderen Dank auch von meiner Seite aus an die Unterkunftsgeber, Hoteliers, Pensionsbesitzer, die sich spontan bereit erklärt haben, diesen Schriftstellern für eine Zeit Heimat zu geben. Und recht herzlich möchte ich danken meiner Gastfamilie, der Familie Winkelmeier vom Hotel Lech, Cesarosa.